Willkommen zurück in der doch reichlich veränderten Kolonie 9 bei Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part sind wir in diese Welt Ionos gestartet, in der ich mich noch nicht so richtig zurechtfinde, aber das wird schon noch werden. Jetzt reden wir mal mit ein paar Leuten. Eilis. Wir haben zwar Kolonie Sigma besiegt, aber unsere Flamme ist trotzdem nicht viel mehr gefüllt als vorhin. Das kommt sicher, weil du immer so rücksichtslos kämpfst, Eilis. Du hast die Agni mit deinem Lerfnis pulverisiert. Wenn wir sie nicht mit unseren Klingen besiegen, kriegt die Flamme auch keine Energie. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja, als Pilotin werde ich immer einen kühlen Kopf. Ich schieße unsere Feinde nur bewegungsintensiv, mehr nicht. Das ist eine Frau, habe ich nicht erkannt. Das sah für mich ein bisschen anders aus, aber okay. Wir haben zwar... Ja, okay, das... Es ist ja kein Sternchen mehr, okay. Trish. Ich bin euch was schuldig, ohne euch wäre ich wahrscheinlich nicht vom Schlachtfeld zurückgekehrt. Als diese vier Lefnisse von Queen Sigma gleichzeitig auf mich zukommen, dachte ich schon, es wäre um mich geschehen. Ja, unsere Kolonie hat einfach zu wenig Lefnisse. Das wird uns irgendwann noch zum Verhängnis werden. Ich hoffe sehr, wir kriegen bald mal ein paar neue zur Verstärkung. Sobald Lefnisse wieder heil sind, müssen Kräftestärke von Sion und Kurt neu justiert werden. Ja, viel zu tun, hm? Ja, vor und nach großer Schlacht ist natürlich immer Riesenarbeit. Aber Arbeit macht harreller Spaß, ist eigentlich eher Vergnügen als Arbeit. Alright. Habt ihr schon gehört, der Pharaon ist von Kolonie 9 ist offenbar für eine Weile außer Gefecht. Das heißt, er ist bewegungsunfähig, dabei hat er doch erst doch vom Schlachtfeld noch problemlos hierher geschafft. Anscheinend wurde im Gefecht mit Kolonie Sigma der Motor leicht beschädigt. Die Noppern kümmern sich schon drum, aber sie haben großen Theas gemacht. Wir sollten armen Brumbrum nicht anmachen. Tja, dann ist das hier wohl für die nächste Zeit unsere Basis. Achso, also ist wirklich das bewegliche Teil. Also für Ron ist dieses, glaube ich. Kolonie 9 und nicht die Lage, die man... Badezelt. Ja, irgendwie reden wir nur mit Frauen gerade. Hm, die Spezialeinheit ist immer wieder spät zu Hause. Noah hat wie immer eine Menge Leute den Weg zu weisen. Ja, sowas in der Art dachte ich mir schon. Ihr seid sicher erschöpft, bleibt nicht so lange auf. Ich glaube, das war's jetzt auch erstmal mit Leuten. Badezelt. Okay, gemischte Bäder, interessant. Say, you know how you became an officer after what happened? Hm? I guess, yeah. Does it still hurt? No. I can't say I'm totally over it, but I'm getting there. I've sent so many of our comrades. A lot's happened. Both for me and those sent on. Anyway, worry about him. Poor guy. Pushes himself too hard. What can we do? He's been like this for ages. He never got to apologize, so... You know. Hmm? You guys talking about the battle? Don't worry about the bonus points, because I'll have nabbed them all. The snuff you on about? I'll have you know I clocked up a fair bit more. Oh yeah, sure.
took the heavy off its hinges. They give you loads of points. Ooh, big deal. If that heel had come a few seconds later, you'd be sleeping in the dirt. That was part of the plan. You couldn't tell. I just felt like giving you the credit. But don't worry, you can thank me later. Huh? You're a right muppet, Lance. All right then, off to bed with me. Yeah, all that walking's really done a number on me. I'm sorry. Come on, let's go. Yeah. Okay. I might do some spot maintenance on our gear before I get. Lance, you're being very diligent. Na denn, wir machen es doch so, oder? Ja. Ja, machen wir das. Schnell her machen und gut ausruhen. Jo. Jo. Das auch in ihren Uniformen schlafen. It's the crack of dawn, guys. Why? No idea. We better take a look. To get to the assembly point, we got to run through the Pharaonis interior. I think Noah knows that, Lance. Na, danke für die Erklärung trotzdem. Ingenieursbüro, okay. Ich kann nicht mehr in Leitern ranspringen, das finde ich schon ein bisschen schade, Leute. Hey, was ist das denn? Noppern Silbermünzen, okay. Ja, guck mal, jetzt haben wir auch eine Uhrzeitsanzeige. 9 Uhr, heul nicht. From the castle. They say an enemy armored unit's approaching this area. Come on, man. I just got to sleep and everything. Friend's fault for staying up late. And whose fault was it I couldn't sleep? I asked you to do the maintenance on my power frame, but you totally messed up my settings. That probably different frame. Riku is popular guy, but crushed by weight of fans asking to do favors. Sometimes mix up orders. Man, if config's bamboozle, why not fix myself? That's why I didn't get any sleep, Furball. I'm here to announce today's mission. You have one target. It's currently on course for the suppression area here. Judging from the mass, it's expected to be large in size. And based on its speed, we estimate it will reach the Alfetto Valley at 0100 hours. Notably, the target's emitting a considerable amount of ether energy. As for your mission, deploy at the canyon by the designated time. Investigate and destroy the source of ether. Commander, one question. Go. About this target, can we assume it's from Agnes? We don't know. We haven't been able to confirm, but it seems that they're also gunning for it.
This would suggest it should be seen as part of a different enemy force. Combat with Agnian troops in the area is also expected. Details will be sent to your Iris after deployment. Clear? You are to remain vigilant throughout the operation. Dismissed. Okay, spannend. Aber warum hat der Noppon so eine tiefe Stimme? Dann sollen wir uns auch mal auf den Einsatz vorbereiten. Na, wollen wir uns mal bei der Ausrüstungsabteilung nach neuer Ausrüstung umschauen? Ja, der Gute braucht mehr etwas robustere Schutzkleidung. Mit dem Sold für den Sieg gegen Kolonie Sigma solltet ihr genug Geld dafür haben, oder? Ich kann euch ein paar Tipps geben, welche Ausrüstung sich lohnt. Von einem Veteran wie dir werden wir solche Hilfe sicher nicht ausschlagen. Danke, Mbamba. Also los, Ausrüstungsabteilung! Ich werde ihn trotzdem so sprechen. Um diese Zeit müsste Kimmler für die Versorgung zuständig sein. Alles klar, dann kümmern wir uns mal drum. Normale Mission, Kampfvorbereitung angenommen. Missionsinfo aufrufen. Drück Y, um das aktuelle Ziel deiner derzeit aktiven Mission aufzurufen. Items können im Geschäft mit G gekauft und für G verkauft werden. Items, die über ein Waagesymbol verfügen, sind Verkauf-Items. Einzige sind, die darin verkauft sind, also haben wir möglichst viel, viel, viel G. Ja, das machen wir mit den Leuten. Oder auch nicht. Was ist denn da los? Hast du deinen Kraftverstärker richtig eingestellt bekommen? Ja, Männer hat's geklappt, aber dank dem kleinen Fake-Knüppel habe ich eine schlaflose Nacht hinter mir. Ohne die Dinger sind wir den Arknian unterlegen, als wandeln ihn so pfleglich, als wäre es ein Teil deines Körpers. Wenn dein Kraftverstärker im falschen Moment ausfällt, haut sein Arknian dich entfogen. Spar dir die Predigt, das weiß ich doch alles. Okay, spannend. Na Leute, fleißig am Werk. Können wir einen Bronze-Stirnschutz bekommen, nur braucht dringend mal bessere Ausrüstung. Na klar, so einen habe ich hier. Oh Gott, ich werde aber echt in die Hand gerade genommen. Geschick. Silberkette habe ich doch gefunden, oder? Ah, ich habe sowieso kein Geld mehr. Bronze-Stirnschutz? Nicht schlecht. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Jetzt zieh ihn schon an. Okay, mach ich ja. Ja, das kennen wir auch schon. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich habe mich gerade ein bisschen sehr hart an die Hand genommen. Ja, da fühlt man sich tatsächlich sofort etwas besser geschützt. Aber Optik hat sich nicht geändert, okay. Kein schlechtes Teil. Bei der Ausrüstungsabteilung gibt es auch sonst noch praktische Sachen, also schaut auf jeden Fall regelmäßig dort vorbei. Je besser wir ausgerüstet sind, desto mehr Erfolg in den Schlachten. Und nach genug Siegen steigt dann auch der Kolonierang. Und je höher der Rang, desto bessere Ausrüstung gibt es hier zu holen. Das werden wir uns hinter dir schreiben. Danke, Mbamba. So, nachdem du endlich adäquat ausgerüstet bist, können wir dann mal zum Platz. Yep. Echt so ein Schlamassel. Worauf wartest du nur? Wir sollten noch los, oder nicht? Ja, aber... Da drückt wohl Schuh. Ach man, müssen wir uns gerade jetzt um andere Leute Probleme kümmern. Aber ist gut, wir können uns ja zumindest mal anhören, was Sache ist.
Wenn du in einer Mission Fortschritte erzielst, wird diese aktualisiert. Drücke den Steuerkreuz rechts, links, um die Kategorie einer Mission zu wechseln. Wenn du mit Y dein aktuelles Ziel überprüfst, kannst du dabei auch Plus drücken, um deine Karte des jeweiligen Zielgebiets anzeigen zu lassen. Oh. Na, du bist im 9. Intervall, oder? Ich bin auch im 9. Ich würde mir aber bei meiner Heimkette dich als Wegweiser wünschen, aber da wir im selben Intervall sind, wird das wohl schwierig. Müssen wir dann gucken. Aber falls ich dann noch im Leben bin, wäre es mir eine Ehre, dir dann den Weg zu weisen. Danke, das sehe ich als Versprechen an. Nur Lance, Ioni, bitte bleib wachsam. Warum so nervös? Hast du eine Ahnung, was hier abgeht? Nee, aber der Konsul besucht Kolonie 9 sicher nicht zum Spaß. Es ist wohl offensichtlich, dass das hier keine gewöhnliche Mission ist. Pass besser du auch auf dich auf. Wer sich verschätzt, hat schon verloren. Muss doch irgendwo der Container versteckt sein? Da. Schon wieder noch von Silbermünzen. Wenn diese Mission ein Erfolg wird, dann wirkt uns der Eisenraum. Da ist sogar der Kommandeur mal gut gelaunt. So einen direkten Auftrag vom Schloss bekommt man nicht alle Tage. Also pass auf, dass ihr das Ganze nicht vermasselt. Mach dir uns keine Sorgen. Pass du lieber auf, dass du dir vor lauter Vorfreude nicht irgendwo einen Schuss einfängst. Eastman. Diese Mission werden wir in 3 Minuten abgeschlossen haben. Das ist vielleicht etwas zu viel verlangt, aber schön, dass du so motiviert bist. Das Kämpfen selbst sollte nur 1 Minute dauern. Wer dein Gegenüber noch nicht besiegt hat, schafft's auch nicht mehr. Alles klar, Kumpel. Unsere Aufgabe steht darin, Noah zu beschützen. Das Auffüllen der Flammo liegt also ganz an dir. Denk dran, du musst auch fürs Bergungskorps in die Ausrüstungsabteilung kämpfen. Je schneller du kämpfst, desto besser. Na, sind hier eigentlich Lance, Nachfolger von Makina? Ich kann es ganz schwer erkennen. Roald. Roald, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Noah! Es ist jedenfalls nicht so was wichtiger als die große Spezialmission leben. Vielleicht können wir ganz schnell in Ordnung bringen. Sag doch einfach mal, was los ist. Ja, du bist wohl neugierig, was wir hier gerade machen. Aber ganz im Ernst, danke für die Hilfsbereitschaft. Heute Morgen wurde ja diese neue Spezialmission verkündet. Es kam für uns alle so plötzlich, dass wir gar nicht alle nötigen Materialien zur Vorbereitung da haben. Die Schlacht gegen Kolonisierten ist noch gar nicht lange her. Verstehe. Tja, leider ist auch nicht genügend Personal für die Beschaffung verfügbar. Da ist also fraglich, ob wir noch alles auftreiben können. Im Fall helfe ich gern. Je mehr Leute suchen, desto schneller ist es erledigt. Bist du sicher? Wir werden ja an der Mission beteiligt sein, insofern ist es in unserem eigenen Interesse. Danke, das wäre jetzt wirklich eine sehr willkommene Hilfe. Also, was genau brauchen wir? Es geht um Essbares für die Verpflegung. 3x Bitterrettich, 3 Hortlinge und dann noch 2x fettes Fischfleisch. Ich registriere das Ganze mal auf einer Collecticon-Karte. Wollt ihr es euch dort direkt einmal ansehen? Auf einer Collecticon-Karte? Okay, alles klar. Im Hauptmenü unter Mission Collecticon-Karten siehst du die gesuchten Items, sammel sie, um die Harmonie zu vertiefen und Belohnung zu erhalten. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Okay, und woran erkenne ich jetzt, ob ich das schon hab? Okay, hab's mir angesehen. Also dann, viel Erfolg. Fettes Fischfleisch bekommt man von den Lachsen in der Nähe vom Eingang zur Kolonie. Bitterrettiche und Hortlinge wachsen auch dort in der Umgebung. Wir kriegen also alles direkt hier vor der Kolonie, denn es ist selbst so wild. Wir kommen natürlich auch mit, dann haben wir den Kram im Handumdrehen. Danke. Und wenn wir alles haben, tragen wir das einfach auf der Collecticon-Karte ein, oder? Genau, sobald ihr das gemacht habt, kommt bitte noch einmal vorbei. Ich werde noch eine Weile hier mit der Inventur und dem Verpacken beschäftigt sein. Alles klar. Sammel-Items sind Items, die du unterwegs finden und einsammeln kannst. Sie werden zum Erfüllen von Missionen und Collecticon-Karten-Aufträgen benötigt. Ich heiße ja Collecticon-Karte. Pollux. Ein königlicher Erlass vom Schloss, da müssen wir uns aber ins Zeug legen. Damit ist uns der Eisenrang so gut wie sicher. Ja, Kolonie 9 stehen blühende Zeiten bevor.
Erst Eisen, dann Stahl, dann Silber und schließlich Gold. Dann werden wir die stärkste Kolonie von ganz Chaos. Na schön, dass die Sachen auch gleich markiert werden. Oh, ich kann auch Wasser knüpfen, das ist neu. Wamba scheinbar. Ich mag die Kampfmusik. Oh, da ist ein Container. I hope we can make use of this. Ich frage mich echt, wofür diese Nob- und Silbermünzen gut sind. Schön, wie die echt direkt eingezeichnet werden hier in der Karte. Hast du alle nötigen Essence, die will im Hauptmenü Mission und den Reiter Collecticon Karte halte dort, um sie zu registrieren und die Mission abzuschließen. Okay. Was ich auch direkt tun muss, weil ich sonst nichts machen kann. Dann kann ich sie scheinbar nicht verbrauchen. Ach, damit ist sie mir auch gleich abgeschlossen. Oder? Ne, wir müssen trotzdem noch Bescheid geben. Ach komm. Unsere Flammo leert sich ganz gut, Leute. Hä? Da sind wir doch erst im letzten Part drüber rein. Wir haben alles besorgt, was du haben wolltest. Ich hab's gerade schon gesehen. Vielen Dank. Danke euch, klappt die Vorbereitung der Pflege noch vor Missionsbeginn. Super, das freut mich. Ich werde mich dafür auf jeden Fall revanchieren, sobald die Mission vorbei ist. Also lasst euch bloß nicht erwischen, ja? Klar, wir passen auf. Auch interessante Geste. Ist ein bisschen wie das Salutieren sonst. Ich habe mich noch nie mit dieser Collecticon-Karte beschäftigt, aber scheint eine echt praktische Erfindung zu sein. Ja, das sieht man sofort, woran es in einem Moment mangelt. Ich sammle ja viel Glück, wie ihr wisst, aber der ist nicht gerade einfach zu finden. Wenn man dann eine Anfrage auf seiner Karte rausschickt, findet sich bestimmt, wer der gerade welchen übrig hat. So läuft das eben. Du würdest die Dinger benutzen, nur um noch mehr sinnlosen Klee anzuhelfen? Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Wie bitte? Bisschen was hat sie von der Katze, finde ich. Auch so streitlustig. Also, da weiß man nie, wann ist ein Erwisch. Ah, gerade deshalb ist es schön zu wissen, dass die Kameraden sich gegenseitig nach besten Kräften unterstützen.
Stimmt, wer auch immer sich dieses Team ausgedacht hat, war ein kluges Köpfchen. Also vergiss nicht, regelmäßig auf Iris nachzusehen, ob die anderen hier in Kolonie 9 nicht bei irgendwas Hilfe benötigen. Werde ich machen. Besonders wenn ich mal was brauche, natürlich. Ah, klar, bei dir werde ich immer als allererstes gucken. Ist die höchste Zeit, jetzt den Sammelpunkt zu flitzen? Ach stimmt, fast vergessen. Wir sollten uns am Kolonie 9 Haupthof versammeln, oder? Ich komme auch, sobald ich hier fertig bin. Du kannst Techniken eines Charakters einstellen, indem du im Hauptmenü Charaktere Techniken auswählst. Was ich scheinbar auch jetzt tun muss und ich mich sonst wieder nicht bewegen kann. Normalerweise kann man wechseln, aber wir sollen uns um ihn kümmern. Ich mag die eigentlich alle gerne. Wir haben noch Lufthieb und Schattenauge. Anschlüsse erhöhen ausgeteilten Schaden um 25%, halbiert eigentlich einen Gutwert. Also Airslash habe ich ein bisschen vermisst zu hören. Die kommende Mission führt uns bis ins Alphatotal, ganz schön weit weg. Für ein Levinus ist das wohl zu weit, hm? Du kämst vielleicht gerade so dorthin, aber dann wären die Ätherzylinder auch leer. Ach, mit den neuen Levinussen geht das schon. Genau aus dem Grund haben wir sie ja bekommen. Oh cool, dem Schloss scheint der Erfolg dieser Mission echt wichtig zu sein. Spannend. Trish hat noch was zu sagen. Hey Lance, pass bloß gut auf unseren Wegweiser auf. Wenn es ihn erwischt, haben wir gar keinen mehr. Klar, verlass dich auf mich. Als Verteidiger ist es in meiner Rolle, die ganze Aufmerksamkeit unserer Feinde auf mich zu ziehen. Und du, Juni, kümmere dich bitte nicht nur um Noah, sondern halt auch euren Verteidiger, wenn er getroffen wurde. Brauchst mir nicht zu sagen, ich weiß schon, was ich tue. Na dann. Machen wir uns mal auf. Die wirken schon irgendwie organisch, oder? Yeah! Now we're bringing out the big guns! What's up? Our rank. It is copper, right? Talking about colony ranks. I mean, we did win big yesterday. It'll only be a matter of time before we make iron. That'll be it. Yeah, I don't know about that. Uh-huh. Looks like they're rolling out silver rank for this operation. Silver rank? What would they be doing here? Orders are orders. Can't complain about their help, though. We're moving out. Wedge formation until point D. Don't fall behind. Das ist irgendwie ominös. Hey, was gibt's? Roald ruft mich an. Hey Noah, tut mir leid, wenn ich dich nerve. Ich wollte mal fragen, ob du mir vielleicht noch einen Gefallen tun könntest. Klar, gar kein Problem, was denn los? Ich bin nur vorhin alle Collecticon-Karten durchgegangen und... Also es sieht aus, als ob ein paar Leute noch mit den Vorbereitungen für die große Mission hinterherhängen. Falls ihr unterwegs etwas findet, das ihr gebrauchen könnt, könnt ihr ihnen das per Karte zukommen lassen. Alles klar, wenn wir Materialien finden, registrieren wir sie einfach auf den Collecticon-Karten, richtig? Ganz genau, wie immer. Sorry und danke nochmal. Dieser Roald steckt echt gern seine Nase in fremde Angelegenheiten. Erinnert dich vielleicht an irgendwen, Lance? Ja, schon klar, aber wenigstens wegen uns dafür eine Belohnung. Ich würde sagen, packen wir es an, dann haben wir alle was davon. Ist vorhin Lance wieder so pleite, dass Belohnung dringend nötig hat? Ey, pass auf, was du sagst. Na gut, dann mal wieder zurück zur Tagesordnung und ab ins Alphatotal.
Ich habe die Formation eh schon längst wieder verlassen. Ah, jetzt hier. Itzana-Ebene? Ich habe keine Ahnung. Wähle im Hauptmenü Karte und nutze die Schnellreise, um dich unverzüglich zu bereits entdeckten Reise- und Geheimpunkten zu begeben. Es gibt vier Gegnerkategorien: Normal, Elite, Einzigartig und Glück. Du erkennst den Unterschied am Symbol neben ihrer Stufe. Normale Gegner, Gegner, deren Bezwingen keine besondere Strategie erfordert, solange du dich auf einer ähnlichen Stufe befindest. Elite-Gegner, Gegner, die auf einer der ähnlichen Stufe hartnäckig sein können. Um sie zu besiegen, solltest du das Kampfsystem gut beherrschen. Ah, okay, die haben so eine blauen Flügel daneben. Einzigartige Gegner, sehr starke Gegner, die selbst auf ähnlicher Stufe eine echte Herausforderung gestellen. Und eine gute Strategie ist im Kampf aussichtslos. Gelbe, orangene Flügel. Glücksgegner, wenn du auf solchen Gegner triffst, schätzt dich glücklich. Sie sind so stark wie normale Gegner, warten immer mit viel besseren Belohnungen auf. Ah, die glitzernden. Bei bestimmten Gegneraktionen erscheint ein rotes Ausrufzeichen, was bedeuten kann, dass sie Items fallen lassen oder dass seltene Gegner auftauchen. Bleib stets aufmerksam. Finde ich recht spannend gerade. Ah, guck mal, da sind Glücksgegner. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl mit dem schmeichelnden Linnet. Schön, wie ich es jetzt schon mit meinem ersten einzigartigen Gegner aufnehme. Aber Lance ist fast tot, ich hau ihn ab. Und weggerannt. Fragezeichen? Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen, Pollux. Ja, also, die große Mission steht an, also habe ich eine dringende Nachschublieferung angefordert. Ah, plötzlich kam Wind auf und die Lieferung kam mega vom Kurs ab. Oh, hast du auch mal in Richtung des Himmelsblickfälle geschaut? Wieso sammeln wir sie nicht für dich auf? Liegt genau auf unserem Weg. Im Ernst, wow, heute ist mein Glückssack. Ihr Leute von der Spitzeinheit seid echt die Besten. Also, wenn ihr sie findet, könnt ihr sie gern behalten. Die Sachen waren ja sowieso nicht für mich, sondern für die Front gedacht. Verstanden, die Lieferung wird uns sicher nutzen. Danke für deine Hilfe. Das wäre eine Sorge weniger. Den Anschluss vom Kommandeur hätte ich echt nicht gebrauchen können. Das war deine größte Sorge? Ich mache da nur Spaß. Pass auf euch auf, okay? Dann scheint irgendwas zu passieren. In ganz Ionis findest du Scharmützel zwischen Gruppen. Du kannst dich beteiligen, wenn du eine Seite wählst. Ein Sieg bringt besondere Belohnungen mit sich, okay? Wenn der Gruppe etwas Interessantes auffällt, kannst du ZR gedrückt halten, um den Blick darauf zu richten. Ich kann den Holzhase jetzt sowieso nicht helfen. Das war ein relativ leichter Kampf, muss man ehrlich sagen. Guy,
Hier ist nur normaler Gegner, aber trotzdem habe ich gerade keinen Bock drauf. Der Partout nicht locker lässt. Jetzt. Hope there's something useful here. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Ich schlag häufig daneben, fällt mir auf. Na dann. Echt unnötig. Fußschutz, Angriffssteine. Da sollte ich, glaube ich, nicht runterfallen. We've been spotted. Ich wollte jetzt eigentlich nicht kämpfen. Das tut echt weh. Was ist mit Juni? Nicht irgendwie wiederbeleben? Nicht so richtig, deswegen hau ich, glaube ich, mal ab. Ja, die Kämpfe sind noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Symbol hier, ein Reisepunkt. Na, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal ein paar Trainingspausen einlegen müssen, aber im Moment habe ich dazu noch wenig Lust. Oh, da kommt ein Fragezeichen. Lawyer, was machst du denn hier? Ah, Noah, du wirst es nicht glauben. Wir sollen uns hier mit einer anderen Einheit treffen. Ah, die taucht einfach nicht auf. Ganz schön unverschämt, uns hier sitzen zu lassen, oder? Jetzt mal keine vollständigen Schlüsse. Meinst du nicht, es könnte irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen sein? Oh, naja, könnte wohl sein. Und hat es Sinn, das letzte Mal Kontakt zu ihnen? Also, sie hatten sich nochmal gemeldet, als sie die Haifischmaulklippen erreicht hatten, danach auf Funkstille. Die Haifischmaulklippen? Dann sehen wir dort mal nach. Tretet ihr eure Mission am besten schon mal an.
Gut, okay. Tut mir leid, dass ich ihm so rumgezickt habe. Keine Sorge, kümmern uns drum. Pass ihn nur auf, dass sie nicht auch noch abhanden kommt. Na, na, hör mal, wir sind noch keine Frischlinge jedenfalls. Danke. Okay. Erstmal helfe ich da aus. Eigentlich habe ich jetzt wenig Lust, vom Weg abzuweichen. Weil ich echt das Gefühl habe, dass jetzt diese Mission irgendwie nochmal was merklich verändert. Natürlich kann ich auch den schlauen Kavalerischen diesmal nicht helfen. Ich mag die Musik echt gern. Ah, das war schon. Cool. Well, they were no match for us. What were they gonna do? Make me yawn myself to death. 240 Meter, wie gesagt, vielleicht bei Gelegenheit. Leute, guck mal da. Unsere Vorhut. Wolfen. Mit der Anzahl müssten sie eigentlich gerade noch klarkommen. Denke ich, die Mission steht noch bevor. Wir sollten ihnen helfen, bevor sie jetzt lange aufgehalten werden. Ich hätte fast darauf gewettet, dass du sowas sagen würdest. Oh, ihr seid schon hier. Wir unterstützen euch. Danke, gemeinsam mögen wir sie Viecher am Handtuch drehen. Halte ZL gedrückt, um die Taktikpalette zu öffnen und den Mitstreitern mit den Steuerkreuztasten Befehle zu geben. Halte ZL gedrückt und drücke nach oben, um der Gruppe zu profilieren, ihre Angriffe zu konzentrieren. Dadurch greifen alle dasselbe Ziel an wie der gesteuerte Charakter. Mit ZL unten versammeln und wieder verteilen. Jetzt können wir mal eine Heilung gebrauchen. This all we're getting. Gonna need something a bit more meaty about now. Tell me about it. Colony we fought the other day, dirt rank. Hardly filled up the flame clock at all. Lance. Uni. Yeah? No heroics this time. Keep your head screwed on. Come on, man. No one ever tell you. I'm a hero in the making, I am. Without my heroics, our combat unit would be right up there. Lance. Creek. Come on. Stop being so cocky. It was just a joke, mate. No need to glare.
Is it that bad? Yeah. Something's not right here. Something just feels off. Noah's intuition's never wrong. Friends better listen to Noah. Got it. Ich bin echt gespannt, was uns bei dieser Hauptmission erwartet. Ah, gut zu wissen, dass auch kleine Gegner die Flamur auffüllen. Dann würde ich sagen, erkunden wir im nächsten Part das Alfettotal. Ich schaue mal, ob ich vielleicht offcam noch mal ein bisschen hier im vorherigen Gebiet trainieren gehe. Und wir uns dann hier im nächsten Part wiedersehen. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.